Hallo und herzlich willkommen bei den Enduro Vibes. Wir haben heute wieder ein kleines Thema. Ich habe mich belabern lassen. Ich als Maxxis-Fanboy. Schaut mal. Ja, was ist das denn? Steht ja Conti auf dem Rad. Ist das nicht ein geiles Match? Ein geiles Match? Ja, schwarz-gelb steht dir. Ach, scheiße. Ich bin ja absoluter Maxxis Esse-Guy-Fan. Also ich schwöre auf den Reifen, über alles. Auf den hier? Ja, aber der ist halt bei so welchen Verhältnissen, da kommt der halt irgendwann an die Grenzen, das ist so. Ich bin dann mal eine Zeit lang einen Maxxis Shorty gefahren und da muss ich wirklich sagen, das ist einer der schlechtesten Reifen, den Maxxis je gebaut hat, für mich zumindest. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die den feiern. Mir hat er nicht gefallen und der Ole von den Podridern, übrigens der Basti dabei, mein Kumpel, von den Podridern, schwört auf den Argotal von Conti, den neuen Reifen. 2022 kamen die jetzt raus, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ja, und ich habe jetzt gesagt, komm, den testest du mal und ich werde auf jeden Fall gleich mal eine Meinung dazu abgeben. Mal gucken. Das Problem ist immer, da haben wir auch gerade drüber philosophiert, durch den großen Stollenabstand hast du natürlich Grip im losen Boden natürlich, aber wiederum weniger Grip auf Wurzeln. Und da bin ich jetzt gleich mal echt gespannt, wie das funktioniert. Weil da ist der Assegai zum Beispiel sehr gut. Nasse Wurzeln kann er echt gut. Ja. Und ich bin gespannt. Wir werden sehen. Kleine Feierabendrunde heute. Und hoffen wir, dass wir heile bleiben. Kriegen wir ihn. Und dann schauen wir mal. Bis gleich. Ciao. Genau. Ja, mega. Mega geil. So, dann schauen wir mal. Ist das der Trail, wo die Rinne kommt? Schmiert, bei mir aber auch genauso. Ja, jetzt, da muss ich ehrlich sagen, habe ich erwartet, dass er besser ist. Ja gut, aber du hast einen losen Oberbelag da, ne, und der rutscht einfach weg. Da kannst du einen Reifen haben, wie du willst. Ne. Das sind so die Momente, wo die Stollen sind halt auch recht kurz, ne? Muss man auch dazu sagen. Die bohren sich nicht so in den Boden. Aber es schmiert bei mir genauso. Aber ich muss sagen, ich hab noch nichts. Wir sind gerade sehr enttäuscht. Ja, lass mal ein bisschen Druck raus. Dann wird besser. Wie viel? 1,4 hat da drauf, okay. Passt eigentlich, ne? Optisch macht der für mich halt auch wie so einen Hybriden-Eindruck, weißt du? Also was ich sagen kann ist, jetzt, ich habe einen 2,4er jetzt drauf, vorher 2,5er Assegai, klar, macht auch einen Unterschied. Aber das habe ich vorhin schon von Basti gesagt, sehr wendig. Also in Verbindung mit dem Trailbike, geil! Und ich fahre die super weiche Mischung und rollt gut. Gibt es da Unterschiede? Ja, ich habe hier Downhill-Karkasse mit super soft. Ja, das ist immer gut. Steife Karkasse, weiche Gummimischung. Wo muss das? Beim Gewicht ist ja so richtig. Aber da arbeiten wir erst mal. Genau. Dafür, dass der super soft ist, rollt der Hammer. Gut, 1,4 ist halt auch viel, ne? Bar. Ja. Bei einem 29 Zoll, der ja noch mehr Volumen hat. Ja, aber es sind 2,4, ne? Ja. Mal 0,1 raus. Zweimal auf den Pin drücken. Ich sag, dass wir nochmal 0,1 rauslassen.
Ja. Ist ja auch eine Downhill-Karkasse, die kann ja ein bisschen was, ne? Die kann das ab. Außer potente Felgen da dran. Sollten Sie überlegen, gerade am Vorderrad. Jetzt kommt nämlich direkt für die Verhältnisse schon was Schönes. Was Schönes. Wie würde Marcello sagen? Steil ist geil? Ja. Nicht ganz so steil, aber schmierig. Kommt natürlich auf der Kamera wieder nur rüber. Ja. Aber die Leute, die hier fahren, die wissen das. Gerade bei den Verhältnissen, das ist schon nie ohne. Bringen wir mal was runter. Und ich muss ja mal wieder dazu sagen, ich kenne die Trails nicht. Oh ja. Oh ja. Sogar mit berühmtes Füßchen dabei. Hat was. Oh ja. Oh, kommt da rum. Kommt da rum. Mit dem Kenevo-Panzer. Geh mal ein Stück zur Seite. Ja. Ja, kein Kenevoland. Das ist Levoland. Aber trotzdem gut durchgekommen. Ja? Ne? Ja. Ich hab auch mal ein Füßchen gehabt gerade. Hab ich gesehen. Hab ich kommentiert. Schneid raus! So, hier ist immer eine kleine Challenge, die mache ich immer ganz gerne. Da jetzt Basti vor, die Kamera hat, muss ich leider vorfahren. Hey. Also hier. Durchkommen ohne Füßchen. Ohne Füßchen, ja, gucken wir mal. Wer Füßchen rausstreckt, muss das Bier bezahlen. Ja. Oh, ja. Alles klar. Hat sich erledigt. Bier geht auf mich. Ja, ja. Ich komm. Auf jeden Fall sehr bremslastig und ja, Bier geht auf mich. Ja. Ja, ja. Jetzt kommt ein Härtetest für den Reifen. Der Härtetest für den Reifen. Nasses Laub, steil und schmierig. Genau. Bin mal gespannt jetzt, was der Reifen gleich sagt. Alles klar? Kriegen wir hin. Ich hab Angst. Ja. Was soll ich denn sagen? Gut, dass ich den Trail nicht kenne. Füßchen. Ja, haben wir jeder ein Füßchen. Ja, ne? Ich nicht hier, ein höher. Aber noch geht. Also, ist auch vom, guck mal, ganz sauber. Jetzt bei der Geschwindigkeit, wo wir gefahren sind, kein Matsch drin. Gut, bei mir jetzt auch nicht viel. Hier ist das eine Kurve. Hier macht man auch gerne mal ein Füßchen. Stell ich mal hinter mir. Ohne Füßchen durchkommen. Gucken wir mal. Also Füßchen, übrigens, ist nicht uncool, weil Sam Hill hat damit schon einige Weltmeisterschaften gewonnen. Ja. Wir kennen das Sam Hill Fan. Ja, ich bin eher Luke Bruni, aber. Ja,
Sauber, Michi. Oh no! Ich habe eine neue Linie gefunden. Ja, hier so durch den Busch. Auf dem Vorderrad. Guck mal, da siehst du noch den Auslauf. Ja. Wie gesagt, mein Vorderrad hat gar keinen Grip mehr. Ich fahr zu langsam. Der Reifen reinigt sich nicht. Daran liegt das. Oh. Aber gestanden. Ja. Ja, da hast du ja jetzt teilweise gar nicht mehr gesehen. War das Erde, war das Schlamm oder Laub oder ein Stein? Ich hab ja gesagt, ne? Der Bilder ist brutal. Assegeil, hab ich da richtig lassen gesehen. Ja, da brauchst du. Der wäre so ein Shorty geil. Wenig Wurzeln oder so. Aber halt was grobstolliges. Der Shorty hat so Probleme mit Wurzeln. Ja. Also bis jetzt muss ich sagen, schon schlecht. Hat der Ole recht gehabt? Und auch das ein blödes Geländer, ne? Okay. Augen auf, sagt er. Oh ja. Ah. Vielen Dank. Aua. Boah, hier habe ich ja so im Trocknen schon meine Probleme. Ach, wo der mich wieder lang führt. Wird Zeit, dass der Marcel wieder da ist. Mann, Mann, Mann. Krass. Hier kommt nochmal jetzt ein kleines Challenge. Auch nochmal ein kleiner Test für den Reifen. Ich glaube, ich erinnere mich, die Ausfahrt, ne? Ja, kann ich nicht, aber richtig versagen. Ich mache sie geil, auch Schwierigkeiten bei den Fällen ist super normal. Also Leute, ihr merkt, das liegt bei mir alles nur am Assegeil, dass ich nicht hinter ihm herkomme. Geht! Man muss nur wollen. Jo. Ich habe vom Basti gesagt, also der Reifen hat eine unheimlich hohe Bremsaktion, also den am Hinterrad bei den Bedingungen. Ich glaube, das könnte echt gut funktionieren, weil der limitierende Faktor ist gerade der Hinterreifen. Ja, der Michi schmerzt sehr oft weg. Ja. Hinten. Also vorne habe ich schon fast so viel Grip, also in Form von Bremsaktion. Profil sieht noch relativ neuwertig aus, ne? Ja, das ist aber die harte Mischung und der 2.6er natürlich, ne? Ja. Der gräbt sich natürlich auch nicht so schön ein, ne? Das ist aber auch brutal. Ich bin schwer. Ja gut, hast recht. Auf jeden Fall muss ich mich tatsächlich an die krasse Bremsfraktion gewöhnen, weil ich habe jetzt ein paar Mal das Problem gehabt, dass ich tatsächlich den Reifen überbremst habe. Aber das ist nur ein bisschen Gewöhnung. Ja. So, jetzt kommt ein Trail mit Wurzeln und Stein. Da sollte er eigentlich nicht so gut sein, da bin ich jetzt auch mal gespannt.
Steine wird er rocken, glaube ich. Meinst du? Glaube ich. Ja, macht er. Siehst gar nichts. Scheiße. Schmierig, aber geil. Ich wäre fast gestorben. Ich weiß. Ich schnell und dann lacht das Ding da quer drin. Ja. Aber trotzdem zum Stehen gekommen. Ja. So Leute, ich sag schon mal tschüss. Jetzt kommt die berühmte Rinne, wo quasi jeder von uns schon mal gelegen hat. Und ich bin tatsächlich noch nicht einmal hier lang gefahren, ohne nicht zu liegen. Okay. Der ballert wieder vor. Ich weiß wieder nicht, wann die Rinne kommt. Am besten erstmal den Sattel ganz runter machen. Schon von Vorteil. Boah. Ja, ja. Ja, ja. Hier ist meine Rinne. Alter! Wir hätten da Lehm reingekippt! Ey, aber der Lehm hat mir den Arsch gerettet. Guck dir mal meine Reifen an. Ich brauche nur auf meine gucken, ja, ist genau dasselbe. Ja, da noch was reingemacht, ist mal ernsthaft. Ja, da ist ordentlich Lehm, ne? Das ist auf jeden Fall. Aber wer schleppt hier Lehm ran? Keine Ahnung, wo sie das ausgegraben haben, wo sie versucht hat. Ja, zu begradigen, ne? War übel, ey. Ey, aber ohne Sturz durchgekommen. Danke, Lehm. Ja, ja. Danke, Lehm. Ja, mit 2 km/h, ich weiß. Oh, Vorderradrutscher. Alter, die haben die ganzen Löcher aufgefüllt. War nicht so klug. Scheiße, Alter! Oh, jetzt brauchst du einen Shorty. Alter, mein Reifen ist zu. Oh. Oh, jetzt kommt noch mal steiler Scheiß. Ja, ja. Gut, dass man die ganzen Wurzeln unter dem Laub nicht sieht. Mit unserer Tour für heute. Ja, Reifen, ich muss wirklich sagen, gefällt mir sehr gut. Also der limitierende Faktor ist echt der Hinterreifen gerade. Ich will nicht sagen, dass der DR2 schlecht ist, das ist mein absoluter Lieblingsreifen. Aber wenn ich jetzt vorher den Maxis drauf hatte, den Assegai, habe ich den Unterschied nicht so krass gemerkt. Das war irgendwie ausgeglichener. Der hat so viel mehr Bremstraktion, das ist echt krass, das ist schon fast gefährlich. Also muss ich mich echt noch gut dran gewöhnen. Ja, ich werde den jetzt auf jeden Fall weiter testen und dann nachher noch mal ein abschließendes Fazit geben. Ja, wird auf jeden Fall immer besser. Und das könnte der Winterreifen sein. Jetzt hier. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und
das abschließende Testergebnis hören wollt, abonniert unseren Kanal. Danke. Tschüss, Leute. Ciao.